sind unterwegs auf Sardinien an der wunderschönen Costa Smeralda, da wo es die Schönen und Reichen die Klinke in die Hand geben. Ja? George Clooney hat hier seine Yacht liegen, Jay-Z, Beyoncé, die sind alle hier. Orlando Bloom war letztes Jahr, glaube ich, auch hier. Heute sind wir hier und zwar mit einem adäquaten Auto, nämlich dem Porsche Speedster. Der Name leitet sich ab natürlich aus Speed und Roadster. Und genau das ist das, was dieses Auto hier bietet. Speed und Luft. Speedster meint aber auch Abspeckung. Denn die Keramikbremsanlage ist deutlich leichter. Auch die schwere Klimaanlage gibt es nur auf Wunsch. Serie ist sie nicht. Vieles an dem Auto wurde durch Carbon ersetzt. Unterm Strich bringt der Leichtbau Porsche 1465 Kilo auf die Waage. Mehr als 100 Kilo weniger als ein 911 Carrera S Cabrio. Kleiner Wermutstropfen, das neckische Notverdeck unter der Carbonheckklappe muss von Hand geschlossen werden. Dieser Speedster, der aktuelle, der neueste Speedster, ist ein Ultrasportwagen und er hat tatsächlich GT3-Technik verbaut. Wie sich das anfühlt, wollt ihr sicherlich wissen, oder? Motor dreht bis 9000. Da sind 510 PS am Start, Freunde, 470 Newtonmeter. Dieses Ding feuert dich in die Kurve, aus der Kurve, auf die Gerade raus, dass alles zu spät ist. Das Ganze untermalt von absolut perversen Zwischengassalven, wie das gerade eben war. Dann dreht er wieder bis 9 hoch. Du machst den nächsten Gang rein. Absolut genial finde ich, dass es dieses Auto nur handgerissen gibt. Nur ein manuelles Getriebe. Und das ist einfach nur ein Fahrerauto pur. Walter Röhrl oder der Lange, wie sein Spitzname lautet, ist personifizierter Kult. Wegen seiner Rallye-Erfolge, aber auch wegen seiner Sprüche. Servus, Walter. Servus, Matthias. Der Lange steht am Flachen. Schönes Auto. Hi. Super. Auf einer abgesperrten sardinischen Landstraße lässt die Rallye-Ikone den Speedster fliegen. Okay, jetzt gibt's eine Runde weiter. Dieser Porsche ist eine Fahrmaschine wie aus dem Bilderbuch. Und mit Walter Röhrl am Steuer ist klar, dass es irgendwann ziemlich schräg zugeht. Aber wie viel Rennsport steckt jetzt tatsächlich drin? Fahrwerk vom GT3, Hinterachslenkung vom GT3, Motor vom GT3. Das hier ist ein sehr, 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 sehr sportliches Auto. Klar, was das bedeutet. Ich glaube, um die Frage zu beantworten, was steckt hier an Rennsport drin, der muss unseren Gesichtern nur eine Minute zugucken, dann weiß er Bescheid. Es ist einfach nur Wahnsinn. Das ist heute unser Einsatzfahrzeug. Geht schlimmer, würde ich sagen, oder? Dieser Porsche marschiert in 2,6 Sekunden auf 100. Tempo 200 erledigt er in 7,2. Und nach nur 19,9 Sekunden ist er aus dem Stand 300 km/h schnell. Geht's noch, Porsche? Ja, es geht! Insgesamt drei Motoren befeuern den 918. Der 4,6 Liter V8 leistet 608 PS. Dazu zwei E-Motoren mit 286 Pferden. Kombinierte Systemleistung 887 PS. Dieses Auto ist das ultimative Hightech-Geschoss. Neupreis rund 840.000 Euro. Vorne sorgt einer der Elektromotoren für Vortrieb. Der zweite unterstützt je nach Bedarf den Achtzylinder, der die Hinterachse antreibt. Wer noch einen will, hat Pech gehabt. Alle 918 Spider sind ausverkauft. Der 918 gehört auch in Sachen Quertreiberei zur absoluten Champions League.
Alter, Leute, das ist unglaublich. Das ist ja Wahnsinn. Matthias und der Porsche 918 Spyder. Dieses heiße Date wird der Grip-Testfahrer niemals vergessen. Eine Freundschaft fürs Leben. Oder vielleicht sogar mehr. Ich liebe dieses Auto. Es ist einfach unfassbar. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich jemals gefahren bin. Geil. Und der Über-Porsche. Eine unschlagbare Kombi. Porsche 919 Hybrid. Der schnellste Rennwagen der Welt. Weltweit gibt es nur eine Handvoll Menschen, die ihn fahren dürfen. Matthias Malmedy ist einer von ihnen. So, liebe Freunde, das, was wir heute machen dürfen, ist so krass, dass es mir die Freudentränen ins Gesicht treibt. Wir werden dieses Fahrzeug fahren. Es ist der dreifache Le Mans-Sieger. Dreifacher Weltmeisterschaftssieger. Es ist der Porsche 919 Hybrid mit 900 PS und die Bude wiegt genau 900 Kilo. Um Gewicht zu sparen, besteht die Karosserie aus Carbon und Aluminium. Hinten ein 500 PS starker V4 Turbo. Vorne ein Elektromotor mit 400 PS. Kann ihn Matthias bändigen? Dieses Ding zu handeln, dieses Ding zu bändigen, das ist die große Schwierigkeit. Alter, Leute, ich habe Puls 170, 180, ich weiß es nicht. Ich bin so mega aufgeregt. Ich bin klatschnass geschwitzt jetzt schon, obwohl ich noch keinen einzigen Meter gefahren bin. Diese Kanzel hier, das ist, weiß ich nicht, so gefühlt hast du so einen Ausschnitt, wo du rausgucken kannst. So ein schmaler Schacht. Und irgendwie hast du überhaupt kein Gefühl, was das für ein Auto ist. Also jetzt werde ich rausgeschoben. Ich flippe aus. Oh Gott. Wir fahren mit dem Elektromotor los. Die normale Maschine lief nur im Standgas. Ich hatte die Kupplung gezogen. Jetzt habe ich die Kupplung gerade kommen lassen. Das heißt, jetzt läuft beides. Und jetzt muss Matthias liefern. Kommt er mit dem Le Mans und WM-Sieger zurecht? Der 919 Hybrid muss weniger als 1 Kilo pro PS bewegen. Das heißt, dieses Auto ist ultra giftig. Also die Beschleunigung ist absolut brutal. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das Einlenken, ne, wie das hier durch die Kurven geht, ist nicht mehr normal. Doch Matthias muss schon nach der ersten Runde vom Gas. Ein Gewitter zieht auf. Die Crew holt ihn in die Box, denn die Gefahr eines Unfalls ist jetzt zu groß. Leute, das ist nicht mehr normal. Das ist so krass. Also es war jetzt halt schwierig, weil es halt nicht trocken war. Ne? Ich habe halt irgendwie, ehrlich gesagt, eine scheiß Zeit erwischt. Guck dir das mal an. Die bösesten Gewitterwolken, alles nass. Es gießt aus Eimern. Morgen gibt es eine neue Chance. Der nächste Morgen. Es ist trocken. Zeit, ans Limit zu gehen. Also heute bin ich definitiv aufgeregter als gestern. Gestern war nur die Einführungsrunde. Heute macht Matthias ernst. Er will mit dem 900 PS Boliden im Rennmodus fahren. Um eine wirklich schnelle Runde zu fahren, muss sich Matthias mehr trauen. Der 919 Hybrid kann, wenn der Fahrer will.
Das fährt durch die Kurven. Das gibt es nicht. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Du musst gegen dein Gehirn fahren. Das Gehirn sagt, nein, Matthias, die Kurve geht nicht so schnell. Niemals, du wirst sterben. Aber das Auto fährt da durch, als wenn es... Hier, ich kann ihm meinen Kopf kaum halten. Das ist unglaublich. Das Auto fährt da durch, als wenn das das Normalste von der Welt wäre. Unfassbar. Matthias hat mit dem Porsche 919 Hybrid den ultimativen Rennsport erlebt. Kann jetzt nichts mehr kommen mit vier Rädern. Kann nur noch mit Flügeln dran irgendwas schneller sein. Oder eben der nächste schnellste Rennwagen der Welt.